Die ist auch echt Hammer, ne? Oh, geile Abrisskante hier. Wow. Single Trails, die machen mich jetzt halt echt fertig, ne? Der liegt definitiv schon ein bisschen länger da. Yeah! Lauf, Forrest! Hi Leute und guten Morgen, liebe Grüße aus Wismar. Wir haben es jetzt 5.30 Uhr. Ich habe heute vor, den Baltic Bash zu fahren, also den Ostsee-Orbit. Bin heute alleine unterwegs, weil der Lotti gerade Urlaub macht. Ja, die Challenge heute wird wahrscheinlich sein, dass relativ viele umgekippte Bäume auf den Wegen sind und dass die Trails ziemlich zugewachsen sein sollen. Von der Strecke her sind es heute nur 167 Kilometer und auch nur ca. 900 Höhenmeter. Die letzten Tage war es halbwegs trocken, das heißt, ich hoffe, ich saufe heute nicht ab und komme gut durch. Let's go! Zu den Bedingungen heute. Aktuell haben wir es knackige 12 Grad. Soll heute bis 22 Grad hochgehen. Trocken bleiben. Die Sonne soll rauskommen. Also prinzipiell ideale Bedingungen, um einen Orbit zu fahren. Ich bin mal gespannt, ob sich die Prognosen bewahrheiten werden. Habe ich heute natürlich auch eine Top-Motivation, fix durchzukommen, weil ich mit meiner Freundin über ein verlängertes Wochenende hier in Wismar bin und natürlich auch mit der noch viel schöne Zeit verbringen will und der Orbit halt nur ein Part von dem Wochenende ist. Also drückt mir die Daumen, dass ich gut durchkomme. In der Tat ganz gut zugewachsen alles hier. Ich bin ganz froh, dass ich meine Beinlinge angezogen habe und auch oben erstmal langärmlich gestartet bin. Ein Häschen. Mensch, jetzt störe ich hier die ganzen Tiere so früh am Morgen. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Boah, hier ist natürlich auch nice. Also von der Gegend her auf jeden Fall. Guckt euch das mal an. Die Ostsee ist auch echt Hammer, ne? Nichtsdestotrotz habe ich jetzt gerade voll den Acker und die erste Hiked-Bike-Passage. Könnte man theoretisch auch lang fahren.
hier jetzt zum Beispiel wieder. Aber boah, so früh in Natur habe ich jetzt auch keinen Bock, mich direkt lang zu machen. Lieber auf Nummer sicher. Jetzt mal ein paar Meter schieben und dann geht es wieder weiter. Guckt euch mal die geile Sonne an, ey. Mega. Oh, das ist echt schön. Da geht einem echt das Herz auf. Coole Sache. So, wie ist denn der erste Zwischenstand? Wir haben sage und schreibe 15 Kilometer in der Box. Jo, geht gerade nicht ganz so schnell voran, aber ist halt dafür auch mega schön hier gerade. Und ich bin ja noch relativ früh am Tage. Aufpassen. Oh, geile Abrisskante hier. Wow. Da ist es übel. Alter, ich kann auch schnell wirklich mal was abbrechen. Wie krass, wie viele Leute jetzt zu dieser Jahreszeit hier noch campen. Gut, da werden sicherlich auch einige Permanent-Camper dabei sein, aber einige machen hier, glaube ich, gerade Urlaub. So, hier mal wieder ein bisschen Asphalt. Ganz schön hügelig hier in der Gegend. Das ist ganz schön interessant. Ja, wird langsam ein bisschen wärmer. Sonne scheint auch schön. Allein ist natürlich teilweise ein bisschen boring, muss ich sagen. Wenn du zu zweit oder zu mehr fährst, kannst du dich noch ein bisschen unterhalten. Und hier bist du jetzt halt so ein bisschen für dich. Hängst deine eigenen Gedanken hinterher. Ach, guck mal. Ist ja witzig. Hier haben wir letztes Jahr Urlaub gemacht. Genau in diesem Haus hier. Hier die ersten Bäume. Uiuiui. Hier ist der Wind ja gut durchgefegt, wie es aussieht. Eieiei. Naja, das wird mir heute noch öfters begegnen. Kling, kloing, kling, kloing. Mal gut, dass ich hier langärmlich und langbeinig anhab. Das würde mich jetzt nerven, ey. Nervt ja so schon. Ganz gut. Ja, das Gefährlichste hierbei ist halt wirklich, dass du mit dem Lenker hängen bleiben kannst an einer Seite und dann verreißt es dir halt das Rad und du fliegst tierisch auf die Fresse.
Was hier auch vielleicht nicht ganz so geil ist, hier sind eben auch Dornbüsche dabei. Da reißt du dir so ein bisschen die Finger auf. Aber ja, okay, gehört halt dazu. Ne? Ist ein Orbit und kein Ponyhof. Das muss man ja mal ganz klar so sagen. Okay. Okay. Ja, aber insgesamt trotzdem. Ich habe Glück mit dem Wetter bisher. Okay, hier ist jetzt was in meiner Schaltung drin gewesen. Ich habe Glück mit dem Wetter. Es ist trocken. Und deshalb habe ich hier, glaube ich, noch die besten Bedingungen. Was ich auf Komoot gesehen habe, es sind Leute halt hier lang gefahren, die sind dann bei deutlich schlechteren Bedingungen hier lang gefahren. Und die Bilder, wow, das sah schon echt abschreckend aus. Und vor allen Dingen habe ich mir das kurz vor der Tour angeguckt. Da habe ich mir auch so gedacht, ey, oh, willst du das Ding wirklich fahren? Aber bisher alles gut. Ich hoffe, das bleibt so. Das ist ein Urwald hier, meine Güte. Oh, jetzt wird es auch richtig gruselig. Ich habe hier den Handschuh vermutlich von einem Orbiter gefunden. Ey, nicht, dass ich hier noch die Leiche von dem finde. Ey, ganz ehrlich, ey, Seven vs. Wild, Mann. Die sind wenigstens zu siebt. Ich bin hier alleine. One vs. Wild. Oh. Hey, hey, hey. Naja, immerhin habe ich Glück mit dem Wetter. Guckt euch mal den schönen Sonnenschein an. Wenn mich jetzt dieser scheiße Urwald auch noch ausspuckt, das wäre ja grandios. Das wäre ja kaum auszuhalten. So, ich hoffe, ich bin jetzt aus dem Urwald raus. Ja, und dann geht es, glaube ich, demnächst landeinwärts. Mal sehen, wie es da wird. Also ich habe jetzt schon einige umgestützte Bäume überklettert. Ich hoffe, dass da jetzt nicht mehr so viele kommen. Dass das jetzt so eins der schlechteren Stücke war vom Weg. Boah, gut, einfach weitermachen. Aber bei dem Wetter kannst du einfach auch gar keine schlechte Laune haben eigentlich. Ey, was ist denn los, Alter? Asphalt, verrückt. Er hat schon ganz vergessen gehabt, was das ist. Boah, da kann man ja endlich mal wieder Fahrrad fahren, ey. Ja, immer wieder für eine Überraschung gut, die Orbits. Ist schon eine witzige Sache. So. Oh, hier ist Netto. Mal gucken, ob ich hier mal kurz reinhusche. Ah, getränkemäßig geht's, glaube ich, so halbwegs, aber. Ah. Ist auf jeden Fall auch ein Bäcker. Ich glaube, ich könnte mir mal einen Kaffee gönnen. So, wir haben es jetzt 8 Uhr. Ich gönne mir mal einen Kaffee und ein Stück Kuchen. Hab noch ein bisschen was zu trinken eingekauft, um die Vorräte aufzufüllen. Und dann geht es entspannt weiter. Ich werde sicherlich die Tage jetzt mit meiner Freundin auch noch mal an die Ostsee.
schön spazieren gehen. Aber heute ist halt eben auch mega, ne? Guckt euch das mal an, ne? Eine Sache muss ich jetzt natürlich tun, in Vertretung für den Lotti. Ein wenig Skinny Dipping bzw. Finger Dipping. So, hätten wir das auch geschafft. Alter Falter, auch wieder ein mega geiler Ausblick hier. Ich fahre hier immer so oben an der Abrisskante lang. Und da hast du natürlich eine mega geile Aussicht. Das ist schon echt Hammer. Geht gerade echt gut voran, viel Asphalt, immer noch an der Küste lang. Ich hatte ja die Befürchtung, dass es jetzt mit diesen dornigen, zugewachsenen Single Trails weitergeht. Gott sei Dank hat sich das bisher nicht bewahrheitet. Und ja, jetzt zieht das Durchschnittstempo langsam hoch und ich mache ein bisschen Strecke. Das ist natürlich ganz gut für die Moral. Juti, jetzt bin ich landeinwärts gedreht, das heißt weg von der Ostsee. Hier mal wieder ein bisschen rougher. Und nicht ganz so schnell, aber ist ja lustig, dass ich hier jetzt esse. Hier sind ja ein paar Kühe. Guten Tag. Na, wie ist die Lage bei euch? Ja, interessieren sich nicht die Bohne und chillen ihr Leben. Hätte ich auch gemacht. Also, erster Kassensturz. Wir haben jetzt, beziehungsweise ich habe jetzt 70 Kilometer in der Box. Das heißt, wir sind ab sofort im zweistelligen Bereich der verbleibenden Kilometer, was natürlich eine coole Motivation ist. Ja, noch 20 Kilometer, da sind wir praktisch bei der Hälfte, läuft also ganz gut. Jetzt ist hier wieder ein ganz geiles Stück zu fahren, wo man relativ schnell sein kann. Meine Freundin hat mir jetzt noch eine Zusatzmotivation gegeben. Und zwar hat die wohl ein cooles Restaurant reserviert für heute Abend.
Oh Leute, hier wird scharf geschossen. Hier ist ein Schießausbildungszentrum. Ja, kann man nur mal hoffen, dass man keinen Headshot kriegt hier. So, mal wieder Hike the Bike. Rein theoretisch als ein absoluter Pro könnte man natürlich hier trotzdem fahren, aber ihr wisst ja, wie es ist. Lieber ein bisschen auf Nummer sicher, nicht hinlegen und dann lieber auch mal schieben im Zweifel. Hier ist auch wieder so ein Part, wo alles kreuz und quer liegt und irgendwie keiner sich berufen gefühlt hat, hier mal aufzuräumen. Ja, ist natürlich nicht so geil, aber okay. Das war vorher bekannt und ja, da braucht man sich denn jetzt nicht drüber aufregen. Wir haben jetzt Halbzeit und wir haben es jetzt kurz vor 12. Das heißt, ich bin jetzt so circa 6 Stunden unterwegs mit Pausen. Ich denke mal, jetzt die zweite Hälfte, vielleicht noch mal eine größere, längere Pause, Mittagessen, könnte ich mir vorstellen. Landen wir bei 6-7 Stunden. Gerade weil die Schweriner Seen auch nochmal viel Single Trail, viel Hiken, umgestürzte Bäume, technisch, anspruchsvoll. Das würde alles auch nochmal ordentlich Zeit kosten. Deshalb schätze ich, lande ich so bei 7, vielleicht 8 Stunden am Ende. Jetzt noch. Also wahrscheinlich so, ja, 19 Uhr. Muss ich mich schon sputen. Wir haben unseren Tisch um 20 Uhr. Hier ist wieder ein klein bisschen rougher. Aber einfach Gas. Ich stehe hier gerade unter einer Autobahn. Ist irgendwie ganz witzig, wie die Autos hier drüber ballern. Macht ein lustiges Geräusch. Ich wäre gerne jetzt auch so schnell, aber bin ich halt leider nicht. Muss mich jetzt einfach ein bisschen durchbeißen. Ich wundere mich, was hier die ganze Zeit klappert und klackt bei jeder Radumdrehung. Mich eben mal abgestiegen vom Rad. Ich habe mir mal mein Hinterrad angeguckt. Ja. Hier eine fette Schraube drin. Ja, jetzt bin ich am Überlegen, was ich mache. Okay. Okay. Ich muss auf jeden Fall die Dichtmilch erstmal ein bisschen wirken. Sieht ganz gut aus. Zumindest zischt es nicht mehr. Ja, das müssen wir jetzt beobachten. Wenn es blöd läuft, muss ich natürlich noch mal eine Salami reinhauen. Ich meine, ich habe alles am Start, aber Bock habe ich nicht drauf. Jetzt muss ich natürlich irgendwie die Schraube hier noch von der Straße schaffen, damit nicht der nächste das gleiche Problem hat. Thank you.
Käse. Käse, Käse, Käse. Der Reifen verliert tatsächlich ziemlich gut Luft. Es blubbert hier immer noch raus. Ich werde da wohl eine Salami reinhauen müssen. So richtig erspart bleibt mir heute aber auch nichts. Naja, gehört halt auch dazu. Kurze Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Ich habe jetzt hier mein Tubeless Flickzeug aus meinen Dropbars geholt und jetzt muss ich mal noch eine Salami hier rausfriemeln. Das funktioniert natürlich nicht auf Anhieb. Das wäre ja auch zu einfach. So, da sind die Salamis. Da fädel ich jetzt eine hier in diese Ahle und das Ganze friemel ich dann in das Loch rein. Und dann sollte der Reifen hoffentlich auch wieder halten. Aber das habe ich schon vor ein paar Wochen ausprobiert. Es funktioniert eigentlich ganz gut. Das einzige Problem, was ich jetzt eventuell haben könnte, ist, dass das Loch prinzipiell nicht dick genug ist oder groß genug ist. Und ich vielleicht das noch erweitern muss. Ja, das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Ja, das kann man so machen, glaube ich. Ah. So. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt werde ich noch ein bisschen Luft nachpumpen. Prinzipiell kann man das Ganze natürlich jetzt noch abschneiden. Aber da es nicht ganz auf der Lauffläche ist, würde ich das jetzt erstmal so lassen. Weil ich halt auch keinen Bock habe, dass das Ding dann wieder rausrutscht. Ja. Und dann kann es in 5 Minuten weitergehen. Okay, Reifen hält jetzt erstmal wieder. Es sind noch knapp 25 Kilometer bis Schwerin. Da werde ich jetzt definitiv erstmal eine Pause machen, weil ja, durch die ganze Rumeierei jetzt hier mit dem Reifen, ich bin ja auch eine ganze Weile mit viel zu geringem Luftdruck gefahren. Ja, das hat natürlich ordentlich Kraft gekostet. Bock drauf. Ja, also 100% kann ich euch sagen, dieser Orbit ist nicht geschenkt. Ui. Ja, nee, das ist mir wieder zu rutschig. Da gehe ich auch wieder lieber zu Fuß runter. Schu, 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 scha, scha, scha. Ah.
Hallo Universum, ja, was haben wir denn da? Einen krassen Trail. Hallo. Und by the way, Leute, der Orbit hat zwar nur 167 Kilometer, dafür sind hier aber 37 Kilometer Single Trail drin. Und ich glaube, da habe ich noch eine ganze Menge Single Trail vor mir. Ich habe gerade mal auf Komoot geguckt. Ja, das wird sich jetzt noch richtig hinziehen. Hatte ich ja schon vermutet. Aber hat er irgendwie nicht auf dem Schirm, wie krass das eigentlich noch ist. Hey, check it. Hey, check it. Put the place up. Alter Falter, ey. Oh, die endlosen Single Trails, die machen mich jetzt halt echt fertig, ne? So. 126 Kilometer, also noch 40 vor mir. Auch noch Massen an Single Trails, ey. Oh. Shit. Und ja, weit und breit kein Ort in Sicht, wo ich mal ein bisschen entspannen kann und mich erholen kann. Leute, das sieht nicht gut aus mit unserem mit unserer Restaurantreservierung. Ich habe immer noch keine Pause gemacht. Ich brauche noch Wasser. Und komm hier halt null voran, ne? Weil das hier echt die miesesten Single Trails gerade sind, die ich fahren muss. Okay. Asphalt ist jetzt natürlich, kommt wie gerufen, ey. Jetzt im Zentrum von Schwerin und damit auch gleich am Ende der Strecke. Wird mir jetzt erstmal noch mal irgendwie was zu knabbern suchen. Versuchen so gut wie möglich zu recovern und dann ja, versuche ich halt noch irgendwie mein Date mit meiner Freundin rechtzeitig zu erreichen. Das ist jetzt hier natürlich ein Highlight, das muss man ja mal ganz klar sagen. Also Schwerin ist natürlich schon echt schön. Wow, geil. Schweriner Schloss. Das ist wirklich nice hier. So, jetzt habe ich mich erstmal ein bisschen gestärkt und ausgeruht. Das Blöde ist, ich kann hier natürlich mit dem Bike nicht irgendwo in den Laden reinhuschen und mir was zu trinken kaufen, weil ja, dann stehen wahrscheinlich zwei Fahrräder da, wenn ich wieder draußen bin. Das heißt, ich muss jetzt noch irgendwie in Schwerin hier gucken, dass ich an der Tanke vorbeikomme. Weil sonst wird es halt wassertechnisch schwierig.
Wie viele Kilometer haben wir noch? Ich guck mal kurz. Also 34 Kilometer noch circa. Na, sagen wir mal eher 35, 36. Jetzt geht es natürlich in der Stadt hoffentlich erstmal halbwegs flott. Es sind aber auch noch ein bisschen Single Trail zu fahren. Muss halt gucken. Habe jetzt noch 3 Stunden Zeit zum Ankommen. Dann muss ich schnell unter die Dusche hüpfen und dann müssen wir zum Restaurant. Ja, ich hoffe, ich kriege das noch hin. Zumindest habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Power. Das ist schon mal eine ganz gute Sache. Schönes Ding. Meine Fresse, ey. Das hier ist gerade wieder noch eine bessere Passage. Ich bin hier eben wieder irgendwelche scheiß Trails hoch und runter gerannt, die du nicht mal als Fußgänger wirklich schaffst. Aktueller Zwischenstand. Ich habe jetzt 152 Kilometer in der Box. Habe ja noch hier und da ein paar Umwege genommen, sodass ich jetzt mal behaupten würde, dass es jetzt noch so 16, 17 Kilometer sind. Es zeichnet sich ab, dass die Single Trails dann für heute auch durch sind. So dass es hoffentlich jetzt ein bisschen zügiger vorangehen sollte und ich dann auch pünktlich zu Hause ankomme, was schon mal cool ist. Ja, jetzt zum Schluss ist die Kraft natürlich weg. Es geht zwar, weil ich ja noch eine Pause gemacht habe und noch mal was gefuttert habe. Es geht, aber ey, reicht dann für heute auch definitiv aus. So, roundabout, gar nicht mehr so viele Kilometer, es sei denn, ich breche hier auf dieser scheiß Brücke noch ein, aber wenn ich hier rüber komme, dann ist es nicht mehr so weit. Wir haben es jetzt kurz vor 6:30. Ich habe mir ja Ziel gesetzt, spätestens 19.30 Uhr wieder zu Hause, also in Wismar zu sein. Und ich glaube, das kriege ich hin.
ja, wenn der Weg jetzt nicht zu langsam ist, was er gerade ist, eben ein Reh. Oh, hier ist auch noch mal ein Reh. Cool. Yeah. Lauf, 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 Forest. Genau davor hatte ich Angst, dass mir das vors Rad springt. Aber ist ja noch mal gut gegangen. Das hätte ich jetzt auch noch gebrauchen können. Und das Reh wahrscheinlich auch. Naja. Wie immer, ein bisschen Glück gehört auch dazu. Ich meine, ich habe mich halt schon oft getäuscht, ne? Aber ich glaube, jetzt ist wirklich Feierabend. Also noch nicht Feierabend, aber zumindest jetzt erstmal vernünftige Wege. Oh, hier ist nochmal eine schöne Kirche. Guckt euch das mal an. Toll. Echt schön. Gut. Was haben wir denn hier auf dem Tacho stehen? Also, das waren heute 173 Kilometer und ein paar zerquetschte. Das kommt so weit hin mit den kleinen Umwegen und mit dem Weg auf die Strecke, was ich alles machen musste. So Leute, ich habe eben erstmal geduscht. Hab versucht, ein bisschen runterzukommen und liefere jetzt noch das Fazit von der Tour nach. War auf jeden Fall eine geile Tour, sehr viele schöne Orte besucht, war aber auch eine ordentliche Challenge durchzukommen durch die umgestürzten Bäume und dann doch die ordentlichen Höhenmeter, die zustande gekommen sind, waren ja dann statt 850 1550 Höhenmeter. Bin pünktlich nach Hause gekommen und kann sagen, fahrt das Ding auf jeden Fall auch. Ist wirklich eine schöne Strecke, eine ordentliche Challenge und hat alles drin, was man so als Gravelbiker, als Abenteuer sich vorstellt. Macht's gut!